Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Sykebon Graffiti Tutorials. Heute möchte ich euch mal Masken vorstellen. Ich habe mich in dem Fall jetzt mal für die in meinen Augen beste Maske entschieden, und zwar ist das eine von 3M. Ich habe mir eine Kombination zusammengesucht, die dann quasi am Ende so aussieht, ne? Ich will euch jetzt erklären, was da für Filter drin sind und wie man das ganze Ding zusammenbaut. Als Maskenmodell habe ich mir die 6200er von 3M geholt. Als Kombinationsfilter, das ist der dickere Filter, habe ich mir den 6055er A2 Kombinationsfilter geholt. Ist auch sehr wichtig, dass ihr den nehmt, denn der ist wirklich am besten für eure Gesundheit, was Graffiti angeht. Dann habe ich den 5925er P2 Partikelfilter und dazu den 501er Gehäusedeckel. Molotow bietet diese Kombination auch schon in einem Paket an. Ich habe euch hierzu schon mal die Artikelnummer rausgesucht. Da man die Maske selber zusammenbauen muss, zeige ich euch jetzt mal schnell den Aufbau. Das ist wirklich keine große Sache, kriegt ihr auch alleine in ein paar Minuten hin. So, als erstes nehmt ihr die Partikelfilter und legt sie in die Gehäusedeckel. Diese zwei Sachen steckt ihr dann auf den Kombinationsfilter. So, jetzt habt ihr die Filter quasi zusammen und bringt diese mit einer Drehbewegung auf die Maske. Das Coole an der Maske ist, dass ihr die später wieder mit einer Drehbewegung runternehmen könnt und die Filter tauschen könnt. Das sollte man auch tun, komme ich gleich nochmal zu. So, am Ende stellt ihr euch noch die Kopfweite ein, ne? Dass ihr das auch gut hinkriegt, ohne dass ihr Kopfschmerzen habt. Allerdings dürft ihr die Maske nicht zu locker machen. Es gibt da so einen kleinen Test, um zu gucken, ob ihr es richtig gemacht habt. Wenn ihr die Maske anhabt und das Gefühl habt, ja, die sitzt gut, nicht zu eng, nicht zu locker, dann haltet euch einfach mal hier in der Mitte, dieses Dingen hier, das haltet ihr euch einfach mal zu, so, Hand drauf, ne? Und dann atmet ihr mal aus. Und wenn ihr merkt, okay, die Maske fängt an, sich aufzublasen, dann habt ihr es richtig gemacht. Sollte die Luft weiterhin entweichen, ist noch irgendwas falsch und sie spannt nicht gut auf eurem Gesicht. So, jetzt noch zu der Frage, wie lange kann man mit so einer Maske quasi malen, bis man die Filter wechseln muss? Also ich sag mal so, wenn ihr jetzt so hardcore-mäßig drauf seid und jeden Tag immer weiter mullern geht, dann solltet ihr auf jeden Fall nach 2 Monaten den Filter wechseln. Leute, die so jedes Wochenende malen gehen, da hängt das halt immer davon ab, wie viel sie malen, wie groß die Flächen sind, wie viel man mit Fatcap nebelt oder ob man feiner malt. So kann die Zeit schon mal zwischen einem halben Jahr und einem Jahr liegen, wann man die Sachen wechseln soll. Auf manchen Filtern stehen auch Verfallsdaten drauf. Bitte beachtet das. Kann man auch nicht übersehen, also das kriegt ihr hin. Und ansonsten, ja, ist eine geile Maske, so alle Leute, die ich so kenne, die, ich sag mal, im Profibereich malen, die empfehlen diese Maske auch. Ihr kriegt die auch unter anderem beim Onkel Dose, ab und zu hat er sie auch mal da. Checkt das einfach ab oder bei Molotow auf der Webseite. So Leute, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und by the way, vielen Dank für 5000 Abonnenten, freue ich mich sehr drüber, die Jungs auch. Ich hoffe, es geht weiter so und ich sag alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Sykebon, Peace.